Läuft die ganze Zeit die Kamera mit? Nee. Nee. Die läuft, also wie unser Sendeablauf ist ja Rocken, Kochen, Abwaschen. Beim Rocken, also wenn die Songs spielen, ja klar. Beim Kochen findet ja das Interview statt, während wir halt die Zutaten kleinschneiden. Da läuft die Kamera, danach nicht mehr. Mhm. Dann ist es aus. Das reicht ja auch. Praktisch ist ja auch, man muss sich dann nicht mehr ums Abendessen kümmern, ne? Jei! Meistens zumindest. Es schmeckt, also zu 99% hat alles wirklich hervorragend geschmeckt, aber jetzt die letzte Band zum Beispiel, da waren wir dann irgendwie 8-9 Leute bei uns im Haus und es war für jeden, sag ich jetzt einfach mal, anderthalb Pfannkuchen da oder ja, je nachdem wie groß die waren, das reicht für ein Mittagessen, aber nicht jetzt für ein Abendessen. Nee, das ist cool. Da muss man einfach mal ehrlich sein. Aber es ist auch okay, das verlangen wir ja nicht. Wir wollen ja keinen ganzen Tag da köstlich werden. Wie viel kulinarische Missgriffe hattet ihr denn? Ja, ich setze ein. Mehr sag ich dazu auch nicht. Nenn keine Namen, zumindest nicht laut. Nee, genau. Was war's? Ach, nicht wer, was war's? Man weiß das ja. Ja, genau, das wäre. Ja, das genau, das wäre. Nee, das ist eine fiese Frage. Ah, okay. Es war nicht so lecker. Nee, ich hau keinen in die Pfanne. Gut. Es war nicht so lecker, weil es deinen Geschmack nicht getroffen hat oder weil das irgendwie. Magifix. Ah, okay, das geht. Jetzt hast du es aber schon fast verraten. Auch noch es gibt Magifix für heißes Wasser, also ist alles in Ordnung. Ja, kann man auch Tee kochen. Ne? Absolut, absolut. Nee, das war das Einzige halt. Was ist denn so die seltsamste Begebenheit, die da so bei euch in der Küche passiert ist? Also es läuft sehr konzentriert ab und da gibt es eigentlich gar nicht so witzige Sachen, ehrlich gesagt. Also die Leute, die zu uns kommen, die kommen ja bei uns zu Hause rein. Man kennt sich ja gar nicht. Ne? Man trifft sich da erst mal an der Haustür und da reißen sich erst mal alle zusammen. Höflich, da wollte jetzt keiner rein sagen, ich habe eine Kiste Bier, jetzt geht aber los hier. Nee, das passiert nicht. Deswegen, also da sind erstmal alle aufgeregt, die Musiker auch und ja, dann wird einfach so dieses Ding gemacht und da passiert eigentlich nicht viel. Also nicht, keine super Story habe ich jetzt leider nicht. Doch, die Heizung ist einmal runtergeknallt. Die Heizung? Oh, stimmt, das ist lange her, eine alte Wohnung, genau. Wie war das denn nochmal? Genau, ich habe mich da drauf gesetzt, habe gefilmt, habe dann so mitgewippt und dann ist die runtergebrochen. Habe ich schon völlig vergessen. Ja. Ja, das war eine alte Wohnung. Deshalb rennt ihr dann auch da raus. Ne? Genau, wir mussten dann tatsächlich ausziehen, weil ich die Heizung kaputt gemacht habe. Das heißt aber, ihr habt auch kein Fragenkonzept oder sowas? Oder habt ihr bestimmte Fragen, die ihr bei jeder Aktion stellt? Ja, Standardfrage ist natürlich, was wird heute gekocht? Okay, weil ich auch immer sehr gerne frage, ist, wer von den Musikern kocht denn so generell gerne? Da kommt man eigentlich auch mal schön ins Gespräch. Ja, und was die noch so in Zukunft planen. Alles andere versuche ich so zu gestalten, dass es halt nicht diese Standardfragen sind wie, warum habt ihr euch so genannt? Warum, ja, gibt ja auch was. Also ich versuche es zu vermeiden. Wie seid ihr Musiker geworden? Warum macht ihr das? Genau, warum heißt du Klaus? Hm? Danke. Jetzt habe ich nur noch eingebaut. Gut. Wie sieht es bei dir aus mit dem Kochen? Kochst du? Hast du schon mal gekocht? Also jetzt abgesehen vielleicht von Ravioli. Das überlasse ich grundsätzlich meiner Freundin, weil sie es einfach besser kann als ich. Okay. Was würdest du denn kochen, wenn du zu uns kommen würdest? Also wenn ich mal koche, dann mache ich meistens einen Salat, natürlich irgendwelche Früchte da rein, mit Hühnerbrust und ganz bekannt bin ich für Schupfnudeln, weil ich es einfach finde. Also kochen ist einfach nicht meine Stärke. Aber du hast schon ein paar Gerichte, das ist schon mal gut. Oder? Manche Leute versuchen sich bei uns zum ersten Mal. Aber die sind dann meistens sehr glücklich, die sind halt eine Band. Da ist dann einer dabei, der kann es gar nicht. Ja, gut. Ja. Also, ihr habt auch einen Feuerlöscher unter dem Tisch stehen von uns. Nee. Das habe ich nicht gedacht. Sollte man mal drüber nachdenken. Du hast es gerade gesagt, das fand ich ganz interessant. Man kennt sich nicht und ihr trefft die Bands sozusagen an der Haustür das erste Mal. Ja. Also die Leute, die hierher kommen, die habe ich vorher schon mal gesehen. Also die lade ich ein, weil ich sie interessant finde, weil ich sie spannend finde, weil ich aber auch schon mal mit denen gesprochen habe und so weiter. Wie funktioniert das bei euch? Also ich meine, es fährt ja nicht irgendeine Band durch die Welt und sagt, ach,
Ich habe da mal irgendwie gehört, in Gladbach gibt es da irgendjemanden, wo man klingeln kann und dann kann man da in der Küche. Ja, da arbeiten wir natürlich drauf hin. Nee, also man kann sich bewerben bei uns. Das ist mittlerweile allerdings schwierig, weil wir wirklich ausgebucht sind bis in das Dach. Und was ich jetzt dieses letzte halbe Jahr gemacht habe, ich habe halt schon bekanntere Acts angeschrieben, die ich dann einlade. So kommen die dann zu uns nach Hause. Mhm. Und ich habe die noch nie vorher gesehen, also schon, bei YouTube habe ich die gesehen oder man kennt halt so ein paar Bands. Ne? Aber natürlich merkt man schon während des E-Mail-Verkehrs, passt das. Mhm. Das ist schon eine grundlegende Sache. Und es passt immer? Oder hat sich das mal auch anders rausgestellt? Es gab schon stressige Situationen. Ja. Also jetzt nicht, dass man sagen könnte, die Menschen an sich sind nicht meins oder mit denen kann ich nicht warm werden, sondern einfach so einfach völlige Überforderung bei einem Dreh, weil halt echt so viele Leute da rumgelaufen sind und es sehr chaotisch war. Ich meine, am Ende kommt immer ein großartiges Ergebnis raus, aber es ist halt auch nicht eine Herausforderung. Das mit dem großartigen Ergebnis kann ich eigentlich nur bestätigen. Ihr habt in euren Videos, die bei YouTube, also über MG Kitchen TV, so, ne, kann man das dann sich angucken. Ja. Und ihr habt einen sehr guten Sound, was die Musik angeht. Bei den Interviews wird es dann manchmal so ein bisschen diffus, nenne ich das jetzt sicher. Mal. Ich meine, wenn da fünf Leute gleichzeitig reden, ja. Und wir haben natürlich immer diese Schneidegeräusche, dieses vom Messer drauf. Ja. Wir haben ja keine In-Ears, wo wir halt, also jeder, ne, das ist, da stehen zwei Mikros vorne an der Kücheninsel dran, deswegen ja. Ist es halt ein bisschen schwierig. Ja. Den Sound macht der Dave, der ist unser Tonmaster. Das ist eigentlich ein Gott, wenn es den nicht geben würde, dann hätten wir irgendwann gesagt, nee, komm, lass uns. Aber der hat gesagt, hör mal Leute, also das Konzept ist so toll, aber den Sound, das kann ich mir nicht anhören, das ist die größte Scheiße überhaupt, wir müssen jetzt irgendwas machen. Dann hat er sich erbarmt und hat tatsächlich gesagt, du schmeißt mich. Ja, ist ja auch mal gut, wenn man solche Leute dabei hat. Deswegen möchte ich doch mal bitte einen Applaus für Dave. Warum ist er heute nicht hier? Willst du wirklich die Wahrheit wissen? Ja. Ich glaube, der hat es vergessen. Genau. Ja. Nee, dann ist okay. Ja. Ich schreibe nachher WhatsApp mal. War schön da. Nein, so ist es in Ordnung. Also hätte er gesagt, nee, zu denen will ich nicht hin. Nee, hätte ich blöd. Der ärgert sich schon nachher. Ja, so, der ärgert sich. Dann ist gut. Ja. Dann ist gut. Aber kann er ja wenigstens nachher noch gucken, was er verpasst hat. Das werde ich ihm nahelegen.